Ja, hallo, herzlich willkommen. Kann mich jeder verstehen? Ja, gut. Mein Name ist Angie Radke. Ich möchte heute ein bisschen was über die Joomla Templates in 1.6 und 1.7 erzählen. Da ist nicht so viel anders. Dieses Templating, es ist ein wirklich sehr, sehr weites Feld. Und wir haben ja morgen noch einen Vortrag über Templates. Und ich habe halt überlegt, was kann ich denn erzählen, ne, und dass sich das nicht so überschneidet. Und ich habe mir überlegt, ich erzähle von den Sachen, die ich selber wirklich am spannendsten und interessantesten finde. Das ist, teilweise wird das sehr, sehr technisch. Und jetzt ist meine erste Frage, wer hat noch nie mit Joomla gearbeitet? Ah, okay, also für Sie zwei, ne, Sie können mich dann nachher ansprechen, weil ich denke, das wird ein bisschen zu viel auf einmal. Wer arbeitet immer mit Joomla oder oft? Ah ja, sehr schön. Wer baut Templates? Okay, also ich denke, dann bin ich hier schon auf dem richtigen Weg. Ne? Und wer hat schon mit 1.7 angefangen, Templates zu bauen? Ah, wunderbar, super. So, und so, deshalb habe ich meinen Vortrag, der geht ja 1,5 Stunden, da habe ich mich überlegt, ich teile den auf in 2 Teile. Einmal über allgemeine Dinge, über den Aufbau, aber wirklich nur ganz kurz, da würde ich gerne durchrattern so ein bisschen. Und dann, was mir ganz wichtig ist, ist, was steckt hinter diesen beiden Beast-Templates und wie kann man das nutzen? Ja? Vielleicht muss ich das mehr hören. Ah, okay, so besser? Jetzt muss ich gucken, in welcher Hand ich das Mikro und in welchen den Knopf. Naja, okay. Und der zweite Teil nach der Pause, da geht es um HTML5 und anhand, das werde ich eine ganze Menge über HTML5 erzählen und hinterher erklären, was das mit den Template Overrides auf sich hat. Und das habe ich mir deshalb überlegt, habe ich gedacht, Mensch, wenn der eine oder andere, der das gar nicht wissen will, sind das einfach so 2 Themen, die mehr oder weniger voneinander getrennt sind. So. Das Erste, was mir ganz, ganz wichtig ist, was ist denn das, ein Template überhaupt? Also ganz, ganz häufig, wenn irgendwelche Kunden zu mir kommen, dann sagen die, Frau Radke, ich habe hier einen, da war ein Grafikdesigner am Werk und ich habe schon das Design und so muss das jetzt in Joomla rein und das ist jetzt mein Template, bauen Sie mir das zusammen. So, und das ist eine Sache, wo ich oft denke, dann hat der Grafikdesigner ein wunderschönes Template gemacht, das sieht ganz toll aus, aber es überall steht Dummy-Text. So, und in dem, das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch, plötzlich kommt zum Beispiel in der Navigation ein furchtbar langeres Wort vor, was weiß ich, Bundesgleichstellungsbeauftragte oder irgend sowas. Und dann ist dann und das ganze schöne Design kaputt, weil das einfach nicht dahin passt. Deshalb sage ich all meinen Kunden, bevor ihr euch überhaupt Gedanken über das Design macht, überlegt erstmal, wie ist eure Seite aufgebaut, wie sieht es mit der Informationsarchitektur aus. Und ich denke, es ist durchaus Aufgabe des Template-Designers, sich zu überlegen, wie kann ich wirklich die Inhalte so anordnen, dass sie verstanden werden, dass sie reinpassen und dass man den User unterstützt bei der Aufnahme der Informationen. Das ist ganz, ganz häufig wird das einfach getrennt. Oder es gibt andere Situationen, gerade wenn der Geldbeutel ein bisschen knapp ist, dann gehen die Leute hin und besorgen sich ein Template aus den Template-Clubs, die wirklich ganz, ganz toll sind. Ja, es gibt super Templates, bloß in dem Moment, wo man halt weniger Informationen darstellt, als in den Beispielen sehen, sieht das plötzlich ganz, ganz anders aus. Ja? Und darüber, finde ich, sollte man einfach die Kunden informieren und sagen, Mensch, denkt einfach mal drüber nach. Ne? Hauptsächlich geht es auch um Informationen und die sollen durch die Gestaltung unterstützt werden. Und neben diesen Sachen ist es halt so, dass man nicht nur diese beiden Dinge beachten muss, sondern auch, was steckt an Technik dahinter. Ne? Jedes Template ist also nicht nur für die Gestaltung und die Information da, sondern es entscheidet auch darüber, was, wann, wie, wo eingezeigt wird und welches HTML ich zum Beispiel verwende, ne? Oder welche Skripte ich einbinde. Ne? Und ich denke halt, mit Joomla Templates ist mittlerweile alles möglich. Es gab Zeiten, da hat man gesagt, ach nee, das kannst du mit Joomla nicht machen. Aber eigentlich, wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man heute mit Joomla jedes x-beliebige Template bauen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Dann möchte ich jetzt ein bisschen was über die Geschichte und die Ziele der Templates erzählen. Und zwar, jeder kennt wahrscheinlich dieses Beast-Template aus der 1.5. Ja? So, und das ist ja so schön lila, ne? Und damals habe ich mir überlegt, da ging es mir hauptsächlich darum, ordentlichen, semantisch korrekten HTML-Code zu schreiben und dadurch halt es zu erreichen, eine zugängliche Seite, gerade für Menschen mit Behinderungen zu bauen.
Dann habe ich gedacht, mein Gott, jetzt machst du das lila, weil ich dachte, das ist eine Farbe, die braucht kein Mensch. Ja, und das ist leider ganz, ganz nach hinten losgegangen, weil man das nicht so richtig verstanden hat, warum es lila war. Lila war es deshalb, weil ich mir gewünscht habe, dass ganz, ganz viele Leute dieses Template anpassen und zum freien Download irgendwo anbieten. Das hat leider nicht funktioniert. Also es, glaub, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eins gibt, keiner, das darauf basiert, dass frei ist, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass der Andy Miller die das teilweise eingebaut hat in seine Rocket Theme Templates, aber dass es da hinterher freie zum Download gibt, die darauf basieren, ist mir eigentlich nicht bekannt. Aber vielleicht gibt es eins und ich weiß es nicht. Ja. So, und dann während der Entwicklung von 1.6, 1.7 habe ich mir überlegt, ja okay, Angie, das ging also ganz gewaltig in der Hose mit dem Lila. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann mach's jetzt ein bisschen blau. So, blau ist immer gut und kann jeder irgendwie gebrauchen. Und neben der Gestaltung der beiden Templates war für mich ganz wichtig, den HTML-Output des Cores zu ändern. Hat sich jemand schon mal damit beschäftigt? Ja? So, also wenn man sich diesen HTML-Output des Cores anguckt heute und sich vorher so ein bisschen mit dem HTML-Output des alten Beast-Templates beschäftigt hat, dann sieht man, dass beides ist nicht so weit voneinander entfernt. Was wir da gemacht haben oder das, was hinterher wirklich in vielen Templates, gerade wenn man Templates updatet, zu Problemen führt, ist genau dieser veränderte HTML-Code. Wenn man auf dem alten Tabellen-HTML-Code sein Template gebaut hat, wird der Innenteil des Templates, also das, wo der eigentliche Inhalt rauskommt, nicht mehr besonders schön aussehen. Genauso wird es sein, wenn man auf der Basis des Beast-Templates gearbeitet hat. Da auch da ist der HTML-Output dann nicht mehr so schön gestaltet. Und das liegt daran, dass wir zwar die Struktur belassen haben, also diese Semantik dahinter, die Überschriftenstruktur und was in welchen Elementen steckt, aber wir haben versucht, die ganzen CSS-Klassen so zu benennen, dass man versteht, wofür sie gut sind. Und haben uns an eine Konvention gehalten, dass wir sagen, okay, wenn wir innerhalb dieser CSS-Anweisung, Klassennamen, Bezeichnungen oder IDs, wenn wir zwei Wörter haben, wollen wir die immer mit einem Minuszeichen trennen. Und das ist jetzt für mich so ein Ding an die Komponenten- und Modulentwickler, sich vielleicht auch daran zu halten, weil dann haben wir es wirklich einheitlich und das wäre eigentlich ganz schön. So, was ist neu im Backend? Wahrscheinlich haben Sie alle dann schon mal dieses Backend angeguckt und es gibt wirklich zwei Sachen, die ganz besonders wichtig sind. Das eine, das möchte ich jetzt zuerst, ist, dass das Template jetzt in der Datenbank hinterlegt wird. Jeder, der mit 1.5 gearbeitet hat, wird wissen, dass in dem Moment, wo ich ein Template in das Template-Verzeichnis von Joomla kopiert habe, dass das automatisch da war und im Backend angezeigt wird. Das ist jetzt nicht mehr so. Ja, und das liegt daran, dass man sich überlegt hat, dass man vielleicht diese ganzen Eigenschaften eines Templates, ne, unter anderem auch die sogenannten Template-Parameter, vielleicht irgendwo anders dann auch nochmal gebrauchen könnte. Vielleicht in irgendeiner Komponente oder sowas. Ja? Und dass das eine und das andere ist, es ist vielleicht eine Vorbereitung auf das, was in den nächsten Joomla-Versionen kommt, dass man da einfach noch einen anderen Weg einschlägt, die Eigenschaften des Templates zu verarbeiten. Das ist aber sehr, sehr technisch. Und das Zweite sind diese Styles. Wissen Sie alle, was das ist? Ja? Diese Styles basieren auf diesen Template-Parametern. Das sind so Formularfelder, erkläre ich gleich genau, wie man die da reinkriegt, wo man Eigenschaften dieses Templates auswählen kann. Und zum Beispiel nehmen wir eine Farbe. Ne? Und diese Farbe definiert man im CSS. Und immer dann, wenn man eine Farbe auswählt, wird das entsprechende CSS-File geladen. Ja, und das ist ganz, ganz spannend, weil das gibt uns sehr viel mehr Flexibilität. Aber wenn irgendwelche Fragen sind, ruhig zwischendurch unterbrechen. So, dann die Template-Vorschau ist jetzt konfigurierbar. Weiß jeder, was das ist? Ja, ne, also es ist wirklich so, im Backend kann man halt sich die Modulpositionen im Template anschauen und früher war das so, dass man das immer konnte
Und man konnte das auch im Frontend. Das ist zum Beispiel so, wenn ich im Frontend irgendwo bin, auf irgendeiner Seite, und dann ist da irgendein Modul und ich weiß nicht mehr, auf welcher Position das ist, dann muss ich das irgendwie suchen. Das hängt halt davon ab, wie viele Module man eingesetzt hat. Wenn man wirklich eine riesengroße Seite mit zig hundert Modulen hat und dann sieht man da ein Modul und weiß dann plötzlich nicht mehr, oh Gott, was war das denn für eins, auf welcher Position hängt das denn? Dann kann man einfach dieses Stück Index PHP Fragezeichen TP gleich 1 im Frontend hinten dran fügen und dann sieht man, ah ja, da gehört es hin, ne, und da kommt es her. Und diese Funktion war in der 1.5 immer da. So, und das natürlich man will natürlich nicht, dass jeder Hinz und Kunst, der das weiß, wie das funktioniert, sich das anschaut. Und aus dem Grund wurde das jetzt so gemacht, dass man das ein- oder ausschalten kann. Ne, das kann man bei den Template-Optionen machen. Ja? Ja, also es ist eine Frage, umso mehr jemand über ein System erfährt, umso anfälliger wird das für irgendwas. Ne? Also ich bin jetzt kein Security-Experte, aber ich denke schon, dass ein findiger Programmierer schon bestimmt irgendwas damit anfangen kann. Ja? Also ich denke halt, es ist irgendwie so sicher zu machen wie irgend möglich und zu verhindern, dass solche Interner im Prinzip nach außen dringen, ist immer gut. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zur Template-Struktur. Also die Templates findet man... Gott, Administrator, das ist so falsch. Einfach im Templates-Verzeichnis. So, und dann gibt es die Index.php. Ne, wie die meisten von Ihnen wissen, ist das die Steuerungsdatei des Templates. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, ist, das ist die erste Datei, Template-Datei, die von Joomla geladen wird. Ja? Und die führt alle Dateien, die für dieses Template notwendig sind, zusammen in eine. Ja, das sind die CSS-Anweisungen, das sind die verwendeten JavaScripts, ne, und alles das, was halt wirklich zu dem Template gehört. Und das ist ein Mix aus internen Joomla-Anweisungen, kennen wahrscheinlich das JDoc Include und diese Sachen HTML und PHP, kann aber auch teilweise noch JavaScript drin stecken. Ja? Und manchmal fragen mich die Leute, wer weiß, wie ich die CSS-Dateien eingebunden habe? Ich den Pfad zu den CSS-Dateien, die ich da reingeschrieben habe. Weiß das jemand? Nee. Ich habe die CSS-Dateien eingebunden, indem ich explizit auf den Template-Folder verwiesen habe. Da steht also jetzt, ne, BIS 2.0 Position CSS meinetwegen. Und viele Leute sagen immer, Angela, dafür kannst du ja auch eine Variable verwenden. Ne? Da gibt es eine Variable, die heißt this Template-URL. Und ich habe aber extra wirklich den richtigen Pfad da reingeschrieben, damit die Leute, die sich überhaupt nicht mit Joomla auskennen, irgendwie verstehen, was denn da überhaupt passiert. Ne, das ist der Grund, warum ich nicht diese Variable da reingeschrieben habe. So, dann haben wir hier den CSS-Folder, da brauche ich nicht viel zu sagen, denke ich, da sind einfach die CSS-Dateien drin. Und dann ist da die Template-Details-XML. Und die ist ja ganz, ganz besonders wichtig. Und die ist vielleicht noch wichtiger geworden, als sie überhaupt schon war. Sie ist einfacher. Früher musste man ja ganz, ganz viel. Es ist im Prinzip sowas wie ein Inhaltsverzeichnis, das Template, das für die Installation benötigt wird. Und früher musste man dort viel mehr Dateien notieren, als man das heute muss. Und die enthält halt diese Template-Parameter und die Angabe zu den Modulpositionen und zu den Sprachfiles. Und die muss man sehr sorgsam behandeln. Weil wenn es da zu einem Verschachtelungsfehler zum Beispiel kommt, das XML ist halt wesentlich fehleranfälliger, als es HTML ist. Die muss man ganz, ganz sorgsam anfassen. Dann gibt es den Bilder-Folder und den HTML-Folder. Und da befinden sich die Template-Overrides drin. Das heißt, die Template-Overrides sind das, ich kann die ganze Joomla-Core-Ausgabe mit meinem eigenen HTML-Code überschreiben. Das werde ich nachher im zweiten Teil noch ein bisschen drauf eingehen, wie das geht. Und... da ist das diese Geschichte mit dem Mod Chrome und den Modulen. Weiß jemand was darüber? Wenn man in Joomla ein Modul einbindet, dann hat man ja immer diese Styles. Ja, und diese Styles, da gibt Joomla ein paar vor, meinetwegen rounded, da wird ein 4 Divs drumherum gepackt, damit kann man dann runde Ecken machen. Dann Table, dann wird da wie früher noch so eine Tabelle drumherum. Oder XHTML, dann kriege ich da dieses Div-Modul-Table mit der H3. Oder man lässt None, dann kommt gar nichts raus, dann kommt nur der Code von dem Modul raus. Aber wir haben die Möglichkeit, das, was um das Modul drumherum gerappt wird, selber zu bestimmen. Und das macht man in der Modules.php in dem HTML-Ordner.
So, und dann haben wir den Languages Folder. Da gibt es halt auch eine Neuerung, die enthält natürlich halt ganz normal wie vorher auch die Sprachdateien des Templates. Wenn man zum Beispiel Sprungmarken definiert oder sowas, dann sollte man das in die Sprachdateien packen, wenn man eine mehrsprachige Seite hat. Aber was jetzt neu ist, ist, dass wir ja uns im Backend die Beschreibung der Modulpositionen anschauen können. Wissen Sie alle, was ich damit meine? Nee? Wenn man im Joomla Backend ein Modul auf eine Position setzen will und dann Select Position macht, öffnet sich ein neues Fenster und in diesem Fenster steht dann was, was ich, Position 1 und da kann ich dahinter schreiben, Hauptnavigation oder sowas. Ne? Das heißt, das bestimme ich, kann halt, das ist ganz praktisch für die Kunden und für die Nutzer der Seite, da kann man wirklich eine ganz tolle Beschreibung hinterlegen, wofür diese Modulpositionen gut sind. Und das finde ich eine tolle Sache. Und das wird auch, diese Beschreibung kann man halt auch in den Language-Files übersetzen. Und dann gibt es halt dieses Language-File, was mit sys.ini endet. Vielleicht kann man das einfach nachher mal angucken. So, und dann die Component. Ja? Ja. Dann die Component-PHP. Die Component-PHP, das ist eigentlich sowas wie die kleine Schwester von der Index-PHP und die wird im Moment zum Beispiel verwendet, wenn man sich die Druckvorschau anschaut. Jetzt kann man damit aber ganz andere tolle Sachen machen. Ne? Wenn man nämlich hingeht und diese Component-PHP umbenennt, meinetwegen in iPhone.php, ja? Und dann im Joomla Template abfragt, kommt jetzt meinetwegen ein iPhone vorbei, dann kann man diesen iPhone-User direkt auf eine Ansicht schicken, die fürs iPhone optimiert ist, meinetwegen. Und das ist total spannend. Ja, das ist das, was ich in den nächsten Joomla-Versionen vorhabe, einfach zu gucken, kommt nicht unbedingt das iPhone, aber kommt eine mobile Anwendung. Und in dem Moment schicke ich die auf diese URL. Ja, und das ist eigentlich ziemlich klasse. Das gibt uns halt noch mehr Flexibilität, als wir sowieso schon haben. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie zwei Templates bauen oder sowas, ne? Sondern ich kann wirklich im gleichen Template diese unterschiedlichen Ansichten abfrühstücken. Die Error-PHP, das gab es auch eigentlich schon immer. Ne? Da kann ich einfach meine eigene Fehlerseite gestalten. Und was auch da ganz schön ist mit PHP-Code, lassen sich alle möglichen Arten von Fehlermeldungen abfragen. Also eigentlich, wenn irgendwas in Joomla falsch läuft, da kriegen wir ja immer diesen weißen Kasten mit dem roten Strich oben drüber. Und wenn man den nicht will oder seine eigene 404-Seite irgendwie ein bisschen schick haben will, dann muss man sich halt an die Gestaltung dieser Error-PHP geben und kann da eigene CSS-Dateien anbinden und die gestalten, wie man gerne hätte. Der Code der Error-PHP in den beiden Lease-Templates, der ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber wenn man das wirklich machen will, sollte man sich das ein bisschen angucken, weil je nachdem, was man für Fehlermeldungen hat, kommt ja auf die Anwendung drauf an. Also wenn man nicht nur einfach eine Webseite hat, sondern hinterher mit Joomla eine Anwendung programmiert, kann man bestimmte Fehlermeldungen, die auch aus Anwendungen kommen, ganz gut abfangen damit. Ja, sonst haben wir da noch, ne? Hier Template, Thumbnail, XML und Template Preview, das sind einfach diese Vorschaubilder, die man dann hinterher im Backend sieht, dann das Favicon. Dann den Fonts-Folder. Den gibt es jetzt auch nur in den beiden Beast-Templates, der muss da nicht hin. Da ging es einfach nur darum zu demonstrieren, wie das mit den Webfonts ist, wie man die einbindet. Jeder weiß, was Webfonts sind? Was? Nee? Nee, okay. In letzter Zeit ist, ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, es ist eine heiße Diskussion und auch wir als Designer ist man ja immer so, okay, wir haben ja da die Standardschriftarten und es ist alles ein bisschen dröge, ne? Und mit dem Design, das ist ja auch nicht so schön. Ne? Und dann gab es schon vor vielen, vielen Jahren Anfänge, dass man andere Schriften mit CSS laden kann in seine Webseiten. Das gab einen tierischen Aufschrei der Fonthersteller, die dann gesagt haben, nee, das geht aus lizenzrechtlichen Gründen gar nicht. Und die sind halt mittlerweile so weit, dass sie gesagt haben, okay, wir lassen jetzt einfach es zu, dass bestimmte Schriften, die unter einer bestimmten Lizenz sind, genutzt werden dürfen. Und dann ist es einfach so, dass man verschiedene Arten des Formats ablegt auf dem Webserver und dann darauf zugreift. Die unterschiedlichen Browser benutzen immer noch unterschiedliche Font-Formate, ne? Aber diese Webfonts, das soll jetzt das Standardformat werden, das ist WOF.
WUFF. So. Dann die Index-HTML, das ist einfach nur dafür notwendig, dass man, je nachdem wie der Webserver konfiguriert ist, kein Folder-Listing über die Seite möglich ist. Ja? Aha. Das ist Filesystem. In der Datenbank steht der Name des Templates und diese Template-Parameter. Okay, das heißt, wenn die Installation ja, Sie können auch, das mache ich so, weil ich ja irgendwie faul bin, schiebe das einfach darüber, dann gehe ich zu Extensions und klicke auf Discover und dann findet Joomla automatisch das, was da drin ist und installiert das. Das kann ich Ihnen gleich zeigen. Können wir nachher mal in der Pause vielleicht einfach mal machen. Moment mal, ich habe hier noch so ein Ding. Vielleicht kannt ihr das dann. Ja? Sind alle Web-Fonts im Share-Verzeichnis oder muss man da noch suchen oder mehr reintun? Da kann man mehr reintun. Also ich habe jetzt die Twilio Maps genommen in beiden Templates, weil ich die einfach am schönsten finde. Diese Geschichte mit den Webfonts, das ist, wenn man sich da gestalterisch mit ein bisschen befasst, so ganz so toll sind die noch nicht, weil die funktionieren leider nur sehr groß. Das heißt, man kann die gut für die Überschriften nehmen, aber in dem Moment, wo man runtergeht und die wirklich für kleine Schriften verwendet, das kann man vergessen, die werden total pixelig, ne, und die müssen da erstmal noch ein bisschen diese Fonts entwickeln. Und es gibt welche, die funktionieren besser und welche, die funktionieren schlechter. Ne, aber deshalb sieht man die auch, wenn man auf irgendwelchen Seiten surft, einfach nur in den Überschriften, weil die einfach klein, ein bisschen so, die sehen so öselig und krüsselig aus, kann man nicht richtig gut lesen. Ne, deshalb. Ja, und meistens ist es so, dass im Internet Explorer sind sie größer als im Firefox und dann steht man da und es gibt halt so manche, dass die Twilio ist eine davon, die ganz gut geht. Das muss man dann halt bei jeder Webfont testen. Ich kann also nicht einfach hingehen zu Fontsquirrel, das ist ein ganz, ganz nett, da kann man sich halt jede Schrift, da gibt es so ein Tool, mit dem man sich die Schriften direkt umwandeln kann in die Formate, die man braucht. Ich kann nicht einfach denken, oh, das ist eine schöne Schrift, die nehme ich jetzt, super, sondern man muss das machen, muss die einbinden und gucken, funktioniert das überhaupt. Und in vielen Fällen funktioniert es leider nicht. Oder es gibt dann zum Beispiel so eine Schrift, die ich ganz schön finde, das ist hier die ich hier genommen habe, die Bebas. Die ist super, ne? Schön, aber leider hat die keine Umlaute. Ja? So was passiert dann auch. Ne? Die dann funktionieren, haben dann dieses Problem. Ne? Okay, aber vielleicht kann man nachher noch so vielleicht bei diesen Sessions ein bisschen über die Webfonts quatschen. Das finde ich auch ganz schön. Das ist eigentlich ein ganz nettes Thema. So. Fontsquirrel. Fontsquirrel ist eine Webseite, die Fonts anbieten. Und da haben die direkt bei jeder Schrift so ein Tool, wo man das umwandeln kann. Das kommt auf die Schrift drauf an. Ne? Die haben wieder verschiedene Schriften. Da muss man gucken, ob das Open Font Type, diese Open License da hat. Und wenn es diese freie Lizenz hat, dann kann man das machen. Genau, aber da kriege ich ja, da rollen sich mir immer so ein bisschen die Fußnägel, weil ich denke, ach, das ist immer alles bei Google da rumliegt, da so. Ja, ne? Aber ich denke, wo einfach meine Seite, ich baue eine Seite, die sitzt auf meinem Server und ich hole mir was von außen, ne? Ich habe es doch lieber alles bei mir zusammen. Aber das ist meine Meinung, ne? So. Ja, aber ich glaube, jetzt mal ganz kurz von der Geschwindigkeit, glaube ich, ist es schneller, man holt sich vom eigenen Server, als man holt sich von Google. Und wenn Google plötzlich sich irgendwas anders überlegt, ne, und meint, er schmeißt die Schrift raus, weil es Krach gibt mit dem Schriftenhersteller, zack, da habe ich ein Problem. Ne? Deshalb bin ich lieber besser auf der sicheren Seite, habe das alles bei mir zusammen und bin nicht abhängig von irgendjemand. Ne, aber das ist auch so ein bisschen Einstellungssache, wie geht man damit um. Ja. Ja. Okay, dann zurück zu den Standard-Templates. Da ist dieses Atomic-Template drin. Hat das schon mal jemand benutzt?
Ja, so, okay. Also ehrlich gesagt, ich kenne mich so toll damit nicht aus. Ich weiß, dass es auf einem Grid-System basiert, was auf 950 Pixel Breite mit ein bisschen Abstand ist. Und man ganz viele Spans gibt, die dann irgendwelche Zahlen haben, sich an diesem Grid-System orientieren. Man kann das mit 12 oder auch mit 24. Ist doch richtig, wenn ich was Falsches sage, sagst du mir Bescheid, ne? Ja. Ja. Und das ganze Problem an dem Ding ist, oder weshalb ich das ein bisschen schade finde, so wie das in Joomla integriert ist, ist es nicht ganz zu Ende gedacht. Weil man muss sich vorstellen, das funktioniert nur in dem Rahmendokument, das in der Index.php festgelegt wird. Also diese ganzen Artikel, die aus der Com-Content kommen, der eigentliche Inhalt von Joomla, da sind diese Klassen ja einfach nicht da, sondern die sind nur dieser Rahmen, der um diesen Inhalt liegt. Und ich hätte es eigentlich schöner gefunden, wenn man da auch die richtigen Template-Overrides gemacht hätte, dass das genau zusammenpasst. Also das ist so ein bisschen nicht zu Ende gedacht, finde ich. So, dann haben wir das Beast 2.0 und das Beast 5. Das Wichtige an diesen Templates zu wissen ist einfach, als ich die gemacht habe, da ging es mir wirklich nicht darum zu sagen, ich mache jetzt irgendwie ein schönes Template und fertig ist die Kiste, sondern ich habe mir überlegt, wie kann ich mit möglichst, oder wie bringe ich in diese beiden Templates möglichst alle Funktionalitäten, die Joomla besitzt, ja, gerade im Template-Bau. Ne? Wie mache ich das, dass die Leute sich da im Prinzip was abgucken können? Das war die Idee dahinter, ja. Und das Ziel war, dass man an diesen bestehenden Templates lernen kann. Diese beiden Templates, die haben ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten und die haben aber auch ein paar Unterschiede. Beim Beast 2.0, da weiß wahrscheinlich jeder, da kann man die Gestaltung wählen. Dann kann man sagen, entweder ich habe dieses Blaue, was da immer bei der Standardinstallation kommt, oder ich habe dieses Grüne, was immer bei dieser Parkseite kommt. Und bei dem Beast 5 hat man die Möglichkeit, den Output auf HTML5 unterzubringen. Und ansonsten unterscheiden die sich noch so ein bisschen im Aufbau der, zum Beispiel werden die Kopfbilder anders eingebaut. Das eine sitzt in einem Modul bei dem Beast 5 und bei dem Beast 2 ist es einfach ein Hintergrundbild im CSS, so Kleinigkeiten. Was mir jetzt ganz wichtig ist, ist so ein bisschen der Aufbau des CSS zu erklären. Und zwar haben wir mehrere CSS-Dateien. Das eine ist die Position-CSS. Und die Position-CSS, die ist einfach für den strukturellen Aufbau des Templates zuständig. Sagt, definiert den Kopf, definiert die linke, rechte Spalte, Mitte, Mittelspalte und ist einfach so. Und wenn man da ein paar Sachen dran ändert, da steht nicht so viel drin, hat man einfach dieses Raster. So. Die Layout-CSS, die ist für die Abstände und die Größen aller Elemente gedacht. Und Nature und Personal CSS, in Beast 5 gibt es nur Beast 5 CSS, die sind für die farbliche Gestaltung gedacht. Ne, ich habe mir damit einfach hab überlegt, okay, wenn es jetzt Leute gibt, die sich mit dem CSS wirklich nicht so gut auskennen, schon gar nicht mit der Positionierung, weil das ist das meiste Problem, ein paar Farben zu ändern, das geht eigentlich mit dem Firebug ganz schnell, das kriegt eigentlich jeder schnell hin. Aber wenn da irgendwas floaten soll oder Position absolut oder irgend so ein Zeugs, dann wird das immer manchmal schwieriger. Und damit man sich da nicht selbst in die Quere kommt, habe ich mir gedacht, okay, werden alle diese farblichen Sachen ausgelagert. So sieht das dann aus, wenn man die Farben einfach wegschaltet. So, und das, so sehen diese beiden Farben aus, die man bei Beast 2.0 wählen kann. Hinterher, wenn jemand wirklich eine professionelle Seite macht und die Seite ist sehr, sehr groß und hat viele, viele zusätzliche Komponenten, Module und sonst welche Anwendungen, dann sollte man überlegen, ob man dieses CSS tunt, ne? Indem man einfach sagt, okay, da werden jetzt drei oder noch, es wird, wenn man RTL noch benutzt, noch mehr CSS-Files geladen, dass man die wirklich hinterher, wenn man fit ist im CSS, dass man die einfach alle zusammenführt und in eine packt, weil dadurch muss halt wirklich nur eine Datei geladen werden und nicht so viele. So, und über die Template-Parameter lassen sich halt diese Layouts steuern. Ne? Und das sind die Layouts, die die Beast-Templates nur, ohne dass man was macht, ermöglichen. Man kann dann in den Template-Parametern bestimmen, wo sich die Navigationsspalte befinden soll. Entweder links oder rechts. Ja? Und der Hintergrund da drin ist,
ganz, ganz viele Leute, die sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen, die sagen immer, wenn man so lange Menüs hat, also zum Beispiel, wenn man sich überlegt, gerade riesig große Seiten, da gibt es manchmal Menüs, da wird man von erschlagen. Und es ist ja eigentlich schöner, wenn der Hauptinhalt wirklich vor dem Menü kommt. Ne? Das ist aber, da streiten sich die Geister. Und das kann man dann eigentlich, indem man einfach hier dieses Vor- und nach dem Content auswählt. Ups, war ich zu schnell? So, jetzt kommen wir zu diesen Template-Parametern. Hat jemand schon mal selber ein Template mit Template-Parametern gemacht? Naja, nicht viele, okay. Diese Template-Parameter, das ist also das, was man im Joomla Backend sieht, wenn man die Templates aufruft. Da hat man Wrapper Small und Wrapper Large, das ignorieren wir jetzt erstmal, aber dann nur das Logo auswählen, den Seitentitel, die Seitenbeschreibung, halt wie eben schon erklärt, die Position der Navigation oder die Template-Farbe. Und genau diese Werte, die hier eingetragen sind, die werden halt in der Datenbank hinterlegt und man kann hinterher darauf zugreifen. So, wie funktioniert das denn? Jetzt ist es hier ein Stückchen Ausschnitt aus der Index.php. Das globale Objekt SIS da sind die Parameter drin und ein Parameter ist der Template Color. So, und den kann ich mir in die Variable Color holen und dann einfach abfragen und hinten dran an meine CSS hier, ist nicht das? Dranhängen. Und dadurch wird dann in dem Moment die CSS-Datei geladen, die ich tatsächlich brauche. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn dieses Formularfeld da in mein Template hinten rein? Und das ist wirklich in dieser Template Details XML, kann man das hinterlegen. Und dann gibt es dieses Field, dem gibt man den Namen Template Color. Und genau dieser Name, den habe ich halt hinterher als Variable in meiner Index.php verfügbar. Dann gibt es unterschiedliche Feldtypen. Es gibt, komme ich gleich zu, das hier. Mit der Template Color ist jetzt eine List, einfach eine List, kann ich auswählen, eine Select List, und kann da die entsprechenden Werte notieren. Und da sieht man hier wieder, Moment, dass auch hier Sprachfiles drin sind, ne? Sprachkonstanten, die man übersetzen kann. Und dann habe ich hier einen Filter-Word, der sagt Joomla, in dieses Feld, da sind wirklich nur Wörter drin und keine Zahlen. Und in dem Moment, wo ich das da in der Index, in der Template Details XML habe, ist es wirklich im Backend ganz einfach verfügbar. Das ist total easy. Ja, und ich habe halt nicht nur die Möglichkeit, dieses List zu haben, sondern ich kann auch Texte, Radio-Buttons, dann, das finde ich ganz, ganz toll, es gibt diesen Type Media, dann habe ich da hinten tatsächlich direkt eine Auswahlmöglichkeit im Media Manager. Das ist ganz toll, finde ich das. Dann gibt es den Spacer, das ist einfach so ein Trenner, der ist nicht so spannend. Dann kann man ein Folder-List ist ein bestimmter Feldtyp, da kann man halt einfach eine Liste von Ordnern anlegen. Dann habe ich sogar einen Editor da drin. Also das sind Sachen, die sind fürs Template völlig uninteressant, aber wenn man Module entwickelt, kann man die ganz, ganz toll gebrauchen. Dann habe ich den Typ Menü-Item, da gibt er mir direkt die Menübaumstruktur. Dann habe ich eine Zeitzone, ein Feld für Zeitzone und ein Feld für den Artikel. Ja, da kriege ich alle Joomla-Artikel aufgelistet und kann der Nutzer im Backend irgendeins aussuchen. Fürs Template unwichtig, brauchen wir nicht. Ne? Aber gerade wenn man ein Modul entwickelt oder eine Komponente, kann das ganz, ganz toll sein. Das macht es einem richtig, richtig einfach. Ja? Und eine vollständige Übersicht findet man, wenn man sich anschaut, wenn man in die Joomla-Struktur geht, Libraries Joomla Form Fields, da gibt es für jede dieser Felder eine Datei. Und wenn man ein bisschen neugierig ist, kann man sich ja angucken, was da los ist. So, jetzt zurück zu den Features. Barrierefreiheit. Ja, das ist mir nach wie vor ein Anliegen, da will ich mich jetzt hier gar nicht so lange drüber auslassen, weil da nachher morgen,
der Axel Tütting erzählt, wozu man das genau braucht, was das alles soll. Aber nach wie vor sind beide Beast-Templates zugänglich. Die Trennung von Content und Layout, semantisch-logische Struktur, Sprungmarken, Tastatur, Navigierbarkeit, all diese Dinge sind da nach wie vor drin. Wofür man das braucht, erzählt er dann morgen, denke ich. Aber da sind ein paar Sachen drin, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und zwar bei Area. Sagt das irgendjemand was? Ja, gut. Ja. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil gerade im Rahmen von HTML5 wird das ganze HTML, das geht ja so ein bisschen weg von der reinen Präsentation, viel mehr hin zur Web-Applikation. Und immer wenn irgendwo Daten ausgetauscht werden oder sich Daten im laufenden Prozess verändern, ich denke an diese ganzen Ajax-Sachen und sowas, ist das für Menschen mit Behinderung ganz, ganz schwierig, das zu verfolgen. Ja, weil man muss sich dann zum Beispiel, wenn man blind ist, wird die Seite von oben nach unten vorgelesen und wenn sich dann irgendwo mittendrin was ändert und derjenige, der die Seite anschaut mit seinem Screenreader ist gerade unten, dann kriegt er das gar nicht mit. Und da haben die sich überlegt, da beim W3C, also oh je, jetzt geht das da alles ab und es wird alles dynamischer, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, damit das auch zugänglich für Menschen mit Behinderungen ist. So, und weil HTML ja nicht so super semantisch ist, hat man beschlossen, okay, ich werde jetzt HTML-Elemente um Rollen, Zustände und Eigenschaften erweitern. So, jetzt fangen wir mal mit eine Rolle ist, die beschreibt im Prinzip, was das Ding ist. Ein Zustand sagt, ich bin ausgewählt oder nicht ausgewählt oder ich bin offen oder geschlossen oder irgend sowas. Ne? Also irgendwas. Und eine Eigenschaft sagt, was etwas genau ist. Ja, das wird vielleicht gleich jetzt nochmal klarer. In Beast 5 und in Beast 2.0 werden mit Hilfe von JavaScript automatisch Landmark Roles gesetzt, so heißen die Dinger. Und das sind diese Sachen, die bestimmte Seitenbereiche einfach beschreiben. Und wenn jetzt jemand im Screenreader kommt und der ist technisch auf der Höhe, mit JAWS 10 unterwegs, dann kriegt der sofort eine Information darüber, was einzelne Seitenbereiche für eine Bedeutung haben. Zum Beispiel, wenn der, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder hier will ich hin. Bei der Navigation ist mit seinem von oben nach unten, da hängt er da plötzlich seinen Cursor davor, dann kriegt er die Information, pass mal auf, Achtung, jetzt hier kommt die Navigation. Und das ist eigentlich ziemlich klasse. Und da gibt es eine ganze Menge von Rollen und das sind die, die ich jetzt im Moment in beiden Beast-Templates benutze. So, jetzt muss man gucken, die werden über das JavaScript in das DOM des Dokuments eingefügt. Das der Grund dafür ist, dass das ein noch nicht ganz verabschiedeter Standard ist. Und in dem Moment, wo ich das mit der Hand direkt in die Index.php geschrieben hätte, hätte die Seite nicht mehr validiert. Dann wäre das Geschrei groß gewesen und ich hätte mich gefragt, was machst du denn da, warum validiert das denn nicht? Und um mir das zu ersparen, habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich es mit JavaScript rein. Da kann man in Zukunft überlegen, wenn der Standard gesichert ist, kann man das da reinschreiben. So, jetzt ist bloß die Sache, wenn man die Beast-Templates als Basis benutzt und dann hinterher in der Index.php so ein paar Sachen ändert, dann muss man gucken, nicht, dass man die bestimmte Bereiche benennt, weil dann wird natürlich die ganze Zeit versuchen, das Skript wird jetzt meinetwegen das Div mit der ID NAV suchen, wenn man das verändert hat. Und wird es nicht finden und es kann zu Fehlermeldungen kommen. Das heißt, man muss ganz genau überlegen, benenne ich das jetzt um und wenn ich das umbenenne, dann muss ich das auch in dem zugehörigen Skript ändern. Okay, dann gibt es den Module Style Beast Tabs. Hat das schon mal jemand verwendet? Okay. Ja. Es gibt einen HTML5-Validator. Die sind schon so weit. Frag mich, ich muss natürlich gucken, die URL weiß ich nicht auswendig, habe ich gebookmarkt. Aber gibt es schon. Aber diese Geschichte mit den Landmark-Roles, die ist in beiden Templates drin. Ne? Auch in dem Beast 2.0 mit dem XHTML. So, diese Beast-Tabs ist im Prinzip, jeder weiß, ne? JDoc include, type gleich Modules, ne? Hier für ein Modul einbinden. Und da hat man jetzt die Möglichkeit, in beiden Beast-Templates den Style Beast-Tabs auszuwählen. So, und da gehe ich hin im Prinzip und
versuche, diese Tabs, die sind ja ganz innen, wenn man den Inhalt da so in den Tabs anordnet, da geht man einfach hin, setzt den Code so, wie das hier steht, und dann werden halt alle Module, die da geladen werden, in diesen Tabs dargestellt. Diese Tabs, die funktionieren ein bisschen anders als die, ich weiß nicht, ob hier irgendein Komponentenentwickler sitzt. Nur einer, na gut. Wir haben ja auch die Joomla-Tabs, ne, die wir im Backend benutzen. Die sind nicht barrierefrei, leider. Und dann werden Header-Level, sagt das jemand? Was? Auch nicht. Das ist im Prinzip, wenn man den Style XHTML zum Beispiel wählt, bei einem ganz normalen Joomla-Templates, da wird ja immer die Überschrift mit ausgegeben von dem Modul. Und das automatisch in der H3. Ja, hier bei diesen Beast-Tabs und auch bei allen alten in 1.5 schon, war dieses Header-Level da. Da kann ich sagen, okay, ich will jetzt keine H3, sondern meine semantische Struktur erwartet, dass ich da eine H5 oder eine H4 oder eine H2 oder eine H1 gar habe. Und dann kann man das da ändern. So, bei den Beast-Tabs ist es besonders wichtig, wenn man das einsetzt, dass man eine ID vergibt. Und zwar deshalb, wenn man diese Beast-Tabs auf einer Seite mehrmals einsetzt, kann es zu JavaScript-Problemen kommen, weil das Skript dann hinterher nicht weiß, bei welchem Modul es jetzt auf- und zuklappen soll. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diese ID vergibt. Und die Funktionalität dahinter, die steckt in der Hide.js, die sich im JavaScript-Ordner befindet. Ja? Doch, kommt jetzt, kommt. So. Moment. Da. Ne, das sind halt hier bei der Standardinstallation, hier bei diesem Fruitshop haben wir das hier eingesetzt. Und jetzt kann man sich das mal angucken, was da genau passiert. Da oben ist einfach einer von den Links. Das ist eine ganz normale Liste hier oben, die keine Beziehung erstmal hat zu dem Div, was hier unten steckt. Ja, wenn jemand schon mal versucht hat mit CSS und sich überlegen, wie mache ich denn jetzt hier irgendwie semantische Tabs, dann ist sehr, sehr häufig die Lösung, das in Definitionslisten zu packen. Ja, aber semantisch ist für mich in vielen Dingen, das ist keine Definitionsliste unbedingt. Ja? So, und deshalb ist es halt mittlerweile ganz geschickt, dass man mit diesem Y-Area Verbindungen zwischen einzelnen Elementen herstellen kann. Also man sieht hier zum Beispiel, der Link, der hat die ID 65. Und hier unten steht Area labeled by Link 65. Das heißt, das Div, was hier unten ausklappt, weiß, dass es zu dem Link gehört. Und auf der anderen Seite gibt es hier dieses Area selected. Das bedeutet, ich bin ausgewählt. Und hier unten haben wir Area hidden false und Area expanded true. Ich bin also ausgeklappt. Und jetzt hier ganz wichtig, die Rolle. Ich bin hier oben ein Tab und ich bin hier so ein Tab-Panel. Und diese ganzen Geschichten, die werden halt durch JavaScript einfach ins DOM reingefügt. Das wird man im Code nicht groß finden. Ne? Das wird einfach durch JavaScript da eingefügt. Und ganz wichtig zu wissen hier, für alle Template-Designer, die es wirklich gut machen wollen, unterhalb, hier unten, ist ein Link, den man nicht sieht, der zum nächsten Tab führt. Das heißt, wenn eine blinde Person da unten drin ist, muss der ja wieder zu dem nächsten News springen. Und damit er das kann, ist dieser unsichtbare Link da drin. Den kriegen wir nicht zu sehen, aber die kriegen den zu hören. Und ganz wichtig ist, dass man hinterher daran denkt, der ist da und ich muss den auch übersetzen, wenn ich mehrsprachig unterwegs bin. Was? Anziehen, ja. Das ist die Klasse, die ich auch für die Sprungmarken benutze. Ne? Die positioniert einfach das aus dem Viewport raus, damit man das nicht sieht. Chinesisch? Ja, okay. Also, ja? Ja, ne? Die kann man sich da auf der W3C-Seite, gibt es ein ganz, ganz schönes Bildchen. Ist riesengroß. Ne? Ich weiß nicht, ich habe schon mal versucht, etwas auszudrucken. Dann kann man eine ganze Wand damit pflastern. Aber es ist so eine Grafik, wo alle Rollen, Eigenschaften und so von den einzelnen Sachen beschrieben sind. Aber ist ganz schön. Ganz kurz noch mit dieser Klasse anziehen. In dem Moment, wo ich
Wenn ich irgendwas darstellen möchte in meinem Template, was man nicht sehen, aber hören soll, dann kann ich einfach das so weit mit CSS aus dem Viewport rausschieben, dass man es einfach nicht sieht. Dann sage ich Position absolut minus 3000 top und left minus 3000, dann ist das irgendwo da oben rum. Aber es ist im Quelltext, ist es noch da. Und für die Menschen, die mit dem CSS nichts anfangen können, zugänglich. Hm? Ja? Ich habe jetzt drei Module, also fünf Module nebeneinander. Ja? Und ich habe dann aktiv clear. Also wirklich clear das, weil ich unterführe. Ja. Ich tue mich da wieder weiter. Wenn man schon zu. Was hat denn das Div Clear mit den Links zu. Das verstehe ich. Ja, die Clear-Klasse hat ja nichts mit der Reihenfolge von den Links in einem Dokument zu tun. Ja, aber weil ich drunter wieder als Modul war. Ich glaube, die Frage verstehe ich nicht. Vielleicht gleich quatschen wir gleich. So, auf jeden Fall ist das echt eine spannende Sache und ich wünsche mir all diese ganzen schönen vielen Eigenschaften natürlich fürs Joomla Backend, was ein Heiden-Act und eine Heidenarbeit ist. Ja? Ja, ja, Google hat sich dran gewöhnt. Ich glaube schon. Also Google hat sich dran gewöhnt. Bis jetzt hat es bei mir noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gegeben. Ja, und es gibt diese Anziehen-Klasse, gibt es seit dem ersten Beast-Template, ja, und es hat noch nie irgendwie ein Problem gegeben. Ja, ja, aber ich hoffe auch zukünftig nicht, weil es Nee, aber ich glaube, Google, die sind ja auch, gerade Google ist ja auch selber sehr, sehr dahinter, diese Geschichte mit der Barrierefreiheit. Die finden das, die machen sich selber sehr, sehr viel Mühe und ich glaube nicht, dass das zu irgendeinem Problem führen würde. Das war ja früher ein Problem, wenn man das Display non. Ja, das ist was, Display non ist böse. Ja, genau. Ja. Okay, ich glaube, ich muss ein Gas geben hier. So, jetzt war die spannende Frage, wie kommt denn das mit den Beast-Tabs da so rein? Ne? Und da habe ich ja die Modules-PHP, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Und in der Modules-PHP habe ich diese Funktion mod-chrom und dann kommt da ein Unterstrich und da kommt dann mein Beast-Tabs. So. Und dann habe ich hier eine Variable, das Modul, dann sind das die Parameter von dem Modul und hier sind das die Attribs. Und die Attribs sind im Prinzip all die Dinger, die ich da übergeben habe. Header-Level, ID und diese Sachen. Und die sind automatisch in diesem Array Attribs, das kann ich mir holen und die dann entsprechend verarbeiten. Hier kommt dann dieser ganze Code für die Beast-Tabs, das ganze kompliziertes Zeug, muss man jetzt hier nicht wissen. Wenn man aber jetzt beschließt, ich muss um jedes Modul ein, ja, weiß ich nicht, was kann man noch um Module rummachen? Keine Ahnung, irgendwas. Ein Span wäre ja ganz falsch, aber was Blödes anderes fällt mir jetzt nicht ein. Dann könnte ich einfach hingehen, nehme das, schreibe dann function mod chrom unterstrich span und dann mache ich da meinen Span und innen drin tue ich den Modul-Output raus. Das ist ganz einfach. Das ist eigentlich ziemlich cool, da kann man viele tolle Sachen mitmachen. Also wenn jemand daran interessiert ist, muss ich einfach mal diesen Code von diesem Beast-Tabs, der ist ziemlich riesig, den konnte ich jetzt nicht hier alles unterbringen, anschauen. Und damit kann man echt tolle Sachen machen. So, dann gibt es dieses BeastHide. Das BeastHide ist im Prinzip ähnlich wie das BeastTabs, bloß das ist so ein Slider, da klappt das nach unten auf. Und auch da ist wieder dieser ganze Y-Area-Krempel drin. Und auch da befindet sich diese Funktion in den Modules PHP. Ne, und da sieht man aber einen Unterschied, und zwar State gleich 0. Wenn man das wählt, kann man sich überlegen, ist dieses Modul von Anfang an ausgeklappt oder ist es eingeklappt? Weil hinterher wird das in einem Cookie geschrieben und das merkt man sich über die Seiten drüber, ob jemand das aus- oder eingeklappt hatte. Klar? Mit aus- und eingeklappt? So, dann gibt es da noch, ich kriege viele Mails, die mich fragen, ja Angie, da ist dieses Close-Info, kriege ich das irgendwie weg? Was soll denn das? So, und da habe ich mir überlegt, ganz häufig ist das ja so, dass man gerade bei einer Seite mit vielen Inhalten, dass man da in der rechten Spalte so Zeug hat, das kann ja einem was nutzen, aber da ist manchmal so was drin, was man eigentlich inhaltlich nicht so ganz spannend findet.
wie so Werbung oder so. Und dann ist das für Menschen, die gerade darauf angewiesen sind, sich die Seite von oben nach unten vorlesen lassen zu können, echt ein Leid, sich da immer diesen ganzen Kladderadatsch anhören zu müssen, bis sie da sind, wo sie eigentlich hinwollen. Und da war meine Idee zu sagen, okay, dann baue ich jetzt einfach das ein, dass man diese Spalte ein- und ausschalten kann. So, und in dem Moment, und das passiert auch wieder mit JavaScript, und jetzt bitte zurück zu diesen Wrapper Small und Wrapper Large bei den Parametern am Anfang. Diese Werte, die da drin stehen, die brauche ich hier für das JavaScript, um die ein- und auszuschalten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche das nicht, dann kann man das aus der Index.php entfernen. Ne? Und es wird halt immer automatisch angezeigt, wenn man jetzt gar nichts gemacht hat, wenn man auf der Position 6, 8 oder 3, nämlich dann kommt diese zusätzliche Spalte erscheint, dann kann man das ja einfach entfernen. Und zwar findet man dann folgenden Code in der Index.php ein bisschen weiter unten. Und den kann man dann einfach löschen, wenn man das nicht braucht. Und der Text, das war ja eben ein Pfeilchen, ein Plus und ein Minus, ein Plus und ein Minus. Und der Text, der hier angegeben ist, der ist der Alternativtext von dem Bild. Ne? Der sagt einfach, da muss man wirklich, damit die wissen, ist das jetzt zu oder auf, muss ich diesen Text da übersetzen. So. Das war das, ja, okay. Und das sind halt diese Sachen, dass ich nochmal sagen wollte, diese Sprachfiles sind wirklich wichtig, die muss man sich bei beiden Templates gut angucken. Und auch Sachen, die man von außen nicht sieht, sind da hinterlegt. Okay, das war's und gleich geht's das. Keine Fragen mehr? Also jetzt Teil 2, BIS 5 und HTML 5. HTML 5 finde ich cool, weil HTML5 ist viel mehr Webentwicklung. Huch, was ist jetzt? Moment. Falsche. Was ist denn jetzt? So. HTML5 ist viel mehr Web-Applications bauen als HTML-Seiten bauen. Und HTML5 ist super, super semantisch und richtig schön und bringt ganz, ganz viele neue Sachen, mit denen man tolle Sachen machen kann. Und ich finde das so richtig cool. Und wir hatten gerade so, als wir in der Entwicklung von der 1.6 waren, das ist ja schon bald anderthalb, zwei Jahre her, wo das so alles anfing, heiße Diskussion, wann ist denn HTML5 denn jetzt nur einsatzfähig und sowas. Und ich habe immer gesagt, ach, das geht alles schneller, als er glaubt. Und da gab es heiße Diskussionen und dann habe ich da mich aber durchgesetzt und da bin ich dann auch ganz froh. Wenn man sich nämlich anguckt, was wir da hatten in der letzten Zeit, da ist ja viele, viele Jahre eigentlich gar nichts mehr passiert, ne, in dieser Entwicklung. Wir haben HTML 4.0.1 gehabt, das steht da noch. Ja, dann haben wir XHTML 1.1 gehabt eine ganz lange Zeit. Dann gab es eine Working Group von W3C, die an XHTML 2 rumgefummelt hat. Und zwar Jahre und Jahre und Jahre und die kamen nicht zur Potte. Und irgendwann wurde es dann so ein paar Leuten zu bunt und die haben dann gesagt, okay, wir fangen jetzt an mit HTML 5. Und als die Leute von der XHTML 2 Working Group das dann so mitgekriegt haben, wie weit die dann schon waren, haben gesagt, okay, dann werden wir denn jetzt XHTML 2 begraben. So, und wer macht das? Das machen so ein paar Leute von Apple, Mozilla und von Opera. Und da gibt es einen Editor, das ist der Ian Hixon. Und der Ian Hixon, der, da steht jetzt in Klammern, der ist von Google. Ne? So, Ian Hixon besteht darauf, dass er sagt, ich habe nichts mit Google zu tun, er wird aber von Google bezahlt. Das heißt, viele Dinge von denen, wo ein Hixon dann dafür ist, die kommen bestimmt von Google, auch wenn er das wirklich massiv bestreitet. Das heißt, diese ganze HTML5-Geschichte ist immer nicht so zu sehen wie, ist das denn jetzt fertig oder ist das nicht fertig, sondern es ist vielmehr so zu sehen, was kann der Browser und was kann der Browser nicht. Und diese Geschichte mit, das ist es ein verabschiedeter Standard oder nicht, der ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil der eigentlich unsere tägliche Arbeit gar nicht beeinflusst, sondern wir müssen uns, also wir sind davon abhängig, was die Browser können und was nicht. Und alles andere, was auf irgendeinem Papier steht, damit können wir sowieso nichts anfangen. So.
Und da gibt es einen ganz netten Cartoon, ich kann den leider jetzt hier nicht aufrufen, aber da ich da hinterher die Präsentation zum Download stelle, könnt ihr mal darauf klicken. Da ist jemand, der unheimlich süße Comics zeichnet über diese ganze Politik da in diesem W3C, was da passiert. Und da gibt es so ein ganz süßes, das die Rolle von Ian Hixon beschreibt. Ich finde das ganz niedlich. Geht jetzt hier nicht, keine Ahnung warum. Ja? Ja, das ist aber kein Problem. Wenn man sich hinterher dazu entschließt, HTML5 zu verwenden, das Problem ist, dass das nicht in dem DOM des Browsers sich befindet. Und wenn man das aber mit JavaScript dazufügt, dann geht das. Also das heißt, beide Beast-Templates, selbst im HTML5-Modus, gehen auch auf dem E6. Ne, das geht nur dann nicht, wenn man sagt, okay, ich schalte jetzt das JavaScript ausgeschaltet. So. Irgendwann, also diese Gruppe hat da heftig rumentwickelt und dann irgendwann hat das W3C dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir den Code von dieser Gruppe als Basis und entwickeln in unserer Gruppe weiter. Das heißt, wir haben jetzt im Moment zwei bestehende Gruppen, die entweder miteinander oder auch manchmal nebeneinander entwickeln. Und das Ziel vom W3C ist natürlich zu sagen, ich habe eine stabile Version. Das Ziel der Gruppe und der Browserhersteller ist, wir haben eine funktionierende Version. Und da gibt es ein Word-Hickhack, ne, dass diese Gruppe um die Browserhersteller nichts von Stable Version sagen darf, sondern immer nur von einem Working Standard redet. Aber das ist so ein bisschen Politik. So, aber jetzt die große Frage, was ist denn neben diesen ganzen semantischen Sachen denn so richtig spannend oder auch nicht spannend daran? Und eine ganz wichtige Sache ist die Geolocation-API, die jetzt in die Browser implementiert wurde. Wenn man mich fragt, glaube ich, da war Google ganz, ganz, ganz nah dran und wollte das unbedingt, weil im Firefox wird da dieser Geolocation-Service von Google benutzt. Und dann ist es so, mit ein paar Zeilen JavaScript, jetzt muss ich gucken, dass ich hier rauskomme. Funktioniert das jetzt? Ja, ich mache das zweimal. Die sieht man da jetzt. Kann man das lesen? Mit diesen paar Zeilen JavaScript kriege ich also raus, wo wir jetzt uns ungefähr befinden. Alle Browser fragen uns nach wie vor, ob ich jetzt den Zugriff erlauben will oder nicht. Wenn ich das jetzt mache und ich da. So, da bin ich da irgendwo oder da ist mein Internet Access Point. Ja, und ich finde, finde das schon erschreckend, dass das so ist. Für viele Programmierer toll, weil dann muss man diese ganzen riesigen APIs nicht mehr benutzen und so. Aber für den Nutzer, gerade aus datenschutzrechtlichen Gründen, ganz schön erschütternd irgendwie. Nee? Bitte? Ja. So, das ist jetzt eine Sache, die ist ziemlich cool und das ist die Drag-and-Drop-File-API. Und da kann man wirklich mit ganz, ganz, auch mit wenig JavaScript Drag-and-Drop-Beispiele erzeugen. So, jetzt muss ich mal gucken, jetzt gibt es hier gleich einen Stress, weil das wieder nicht geht. So, der macht mir das immer zweimal. So, das hier ist jetzt, jetzt muss ich hier hinten das erstmal zumachen leider wieder, anders geht das nicht. So, da... Das ist jetzt das Joomla Backend. Jetzt muss ich mal, das ist ein bisschen doof hier. So, dass ich da unten. So, und hier unten möchte ich jetzt ein Bild hochladen. Ne? Und dann gehe ich einfach zu meinem Desktop hier, nehme mir hier dieses Logo und dann schiebe ich das da rein und dann ist das fertig. Das ist doch cool, oder? Das ist so cool. Ja, das sind so Sachen, ne, wenn ich an denke, ne, dass man sich wirklich, ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Kunden vor vielen, vielen Jahren, das war so ein Mac-User, ne, von Internet null Ahnung und der hat zu mir gesagt, Frau Röttger, warum geht das nicht mit Drag and Drop wie bei meinem Mac? Und dann, heute könnte ich ihm sagen, geht der doch. Also, finde ich ganz, ganz toll und wenn man sowas ins Backend integriert, einfach cool. Ja. Also hier habe ich getrickst, ich muss gestehen, das ist einfach ein Hintergrundbild und hier unten habe ich gecodet. Aber das ist das, was ich will, ne? Also das, was ich total schön finde. Ja, das wäre zu viel Arbeit, ne? Das ist richtig. Also man kann einfach, ne, diese ganzen Sachen, die ich auch vorhin erzählt habe, ne, das würde ich so gerne im Joomla Backend sehen, aber es ist massiv viel Arbeit. Ne? Das gibt es noch gar nicht. Ja.
Ja, aber das sind so Sachen, die ich mir wünsche, ne? Wo ich denke, ne, das, es ginge. Ne? Wenn man genug Coder hätte, die sagen, das ist cool, ne, dann ginge das. Es gibt auch teilweise schon drin, Komponenten, ja, das ist einfach cool, ja. Ja, besser ging es noch, wenn sie sagen, hallo, das ist cool, ich baue das. Das ging am allerbesten, glaube ich. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ich muss mal gerade noch mich zurückfinden. Och ne, jetzt. Ja? Also, täusche ich mich oder geht das nicht normalerweise auch bei den normalen Upload-Textfeldern? Dass man da eine Pfeile raufkriegt und da wird der Pfad einfach hingehen. Ja, das ist der Pfad, aber du siehst nicht das Bild da unten drin so schön. Also, das geht jetzt allein um die Ansicht des Bildes, oder? Ja, dass du das so ziehst, ja. Der hat den Bildpfad, hat er in dem Moment, wo du das da reinziehst, hat das Upload-Feld, den Pfad. So, dann hier weiter. Local Storage, Session Storage, Application Storage. Also, die Browser, die können da ganz viel Daten speichern. Bis jetzt hatten wir immer das Problem mit den Cookies, da passen 4 KB rein. Wenn man mehr hinterlegen wollte, ging nicht. Und mittlerweile hat man da verschiedene Möglichkeiten, die Daten zu speichern. Und das ganz Coolste ist, der dicke Fisch ist der Application Storage. Da ist nämlich jetzt überall eine Datenbank drin in den Dingern. Und da kann man irgendwie, also das ist alles Zukunftsmusik, wie man das nutzt. Das ist ziemlich kompliziert. Ich habe das neulich ausprobiert alles und habe eine Joomla Developer App geschrieben. Vielleicht hat das einmal in meinem Blog gelesen. Das ist eigentlich nichts Tolles, sondern das ist einfach nur, da ist eine Uhr und die kann man einstellen, wie lange die zählen muss. Und nach der eingestellten Zeit klingelt die und dann kommt nette Musik und ein Männchen hüpft. So, und das ganze Ding funktioniert auch offline. Und das war so mein erstes Experiment, so ein bisschen mit diesem Local Storage rum zu experimentieren. Das heißt, man kann diese ganz normale HTML-Datei als App auf sein iPhone oder auf sein Android tun und dann tut es das da, auch wenn man nicht online ist. Und das ist halt die spannende Geschichte. Was kann ich offline alles speichern? So, und das ist ganz, ganz interessant und macht viel Spaß. Aber auch noch Zukunft in Joomla. Canvas. Ne, das ist, haben der eine oder andere sicher schon mal gehört. Ich kann dynamisch Bilder malen, ich kann statische Bilder malen. So, dann habe ich hier einfach so ein, das habe ich jetzt gemalt. Und wenn man dann, es geht nur noch rechts. So, da geht hier irgendwie was ab, sowas, so ein Schwachsinn. Ne? Also das ist natürlich absoluter Humbug. Ja, das ist einfach nur zu machen. Also da ist natürlich jedes wirkliche Bild schneller geladen, als dass dieser Code da ausgeführt ist. Das ist riesenlang, ne? was er denn da alles malen will. So, dann habe ich aber auch sowas hier. Ich kann solche Animationen damit machen. Na, auch Lotte viel JavaScript-Code dahinter. Oder noch so ein Sternchen, das sich da ein- und ausblendet. Das heißt, mit HTML5 kriegt JavaScript eine ganz, ganz andere Rolle, als es vorher hatte. Und das ist ganz interessant. So, da ich ja auch nicht der super gute JavaScript-Programmierer bin, muss ich jetzt leider gestehen, dass es ein wunderschönes Illustrator-Plugin gibt, das diesen ganzen Code von sich aus erzeugt. Da macht man nur, das installiert man, macht auf Klick und dann fertig. Wenn man in Illustrator irgendein Bild gemacht hat oder irgendeine Animation erzeugt hat, kann man das wunderbar exportieren. Das ist ganz süß. Audio und Video, auch diese Elemente sind neu. Da sind die sich über die Dateiendungen und die ganzen Dateiformate noch nicht wirklich richtig klar, weil es da lizenzrechtliche Probleme gibt. Firefox, der möchte natürlich, dass es sich um das freies Format handelt, während Apple natürlich auf QuickTime schwört. Google, die haben so viel Kohle, die machen am liebsten, denen ist das wurscht, ne? Die nehmen auch beides. Und jetzt habe ich ja neulich, als ich dieses, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wenn sich irgendjemand mit HTML5 und dem Audio-Element beschäftigt und der das auf einer lokalen Windows-Kiste entwickelt oder auf einem Linux-System und nicht auf einem Mac, der wird sich ganz furchtbar wundern, dass das Audio-Element bei ihm nicht funktioniert. Machen wir ein Safari auf meine Windows-Kiste, dann habe ich das Audio-Element eingebunden, ganz standardkonform, so wie es sein soll. Und überall tut es, nur Safari nicht.
Ich denke, ach du Scheiße, kann ja wohl nicht sein. Und was war? Safari braucht dafür QuickTime. Also ich musste QuickTime installieren, um das abspielen zu können. Und das machen die natürlich extra. Und wer sich da für dieses Thema interessiert, als ich da diese kleine App da gemacht habe, habe ich beschrieben, was ich da getan habe, findet man dann auf meiner Webseite so eine Beschreibung von diesem ganzen Problem. So, jetzt was Einfacheres wieder. Der Doctype von HTML5, der ist so schön einfach, den kann sich jeder merken. Der heißt nämlich nur Doctype HTML. Das finde ich sehr cool, weil den ganzen anderen Rest von XHTML, das habe ich nie auswendig beherrscht und immer nur kopiert. Und das kann ich mir jetzt wenigstens merken. Und das Charset hat sich auch geändert, es ist auch viel, viel kürzer geworden, ne? So ein paar Zeilen nur. Und das finde ich ganz schön, dass man da versucht, Dinge zu vereinfachen. So, dann gibt es ganz, ganz viele neue Elemente. Die jetzt grün sind, das sind die Elemente, die ich in dem BIS 5 verwende, wenn man HTML 5 eingeschaltet hat. Alle anderen Elemente habe ich die Finger von gelassen, weil die noch nicht so richtig gut funktionieren, sondern ich habe mir wirklich das rausgepackt, was es gut tut. So, dazu gleich, welche wo eingesetzt werden, da gibt es gleich Bilder zu. Und jetzt hier so ein paar Sachen mit der HTML-Semantik. Da hat sich ein bisschen was geändert, und zwar das B ist zurück. Und da repräsentiert ein Teil eines Textes ohne zusätzliche Wichtigkeit. Das ist zum Beispiel immer dann, wenn man einen Produktnamen hat oder ein Schlüsselwort in einem wissenschaftlichen Text oder einen Namen generell, dann sollte man das mit Bold auszeichnen. Das wird nicht weiter grafisch dargestellt, sondern kriegt dann halt nur diese Eigenschaft. I. Das repräsentiert einen Abschnitt eines Textes in einer anderen Betonung und in einer bestimmten Stimmung. Ja? Im Prinzip klar, ne? Das bleibt, wie es ist, EM, gesteigerte Betonung des Inhalts. Hier, Joomla is great. Und das ist auch ganz interessant, Small ist jetzt da für Kleingedrucktes. Das finde ich auch ganz interessant, ja. Und Strong nach wie vor betont die Wichtigkeit des Inhalts, ne? Warning, trinkt nicht so viel Bier. Und die Linie, das ist jetzt wirklich, soll semantisch genutzt werden, um einen wirklich thematischen Umbruch in einem Absatz oder in einem Abschnitt zu definieren. Also es hat jetzt wirklich, vorher war das einfach nur ein Strich, ne? Den hat man vielleicht, viele haben den auch grafisch genutzt, aber jetzt hat er wirklich eine semantische Bedeutung. So, und hier haben wir nochmal die BIS 5 verwendeten Elemente, Header, Footer, Nav für Navigation, Artikel für den Artikel, Section für den Bereich, Aside für Zusatzinformationen und hier H-Group für das Gruppieren von Überschriften. So, da sieht man einfach, das, was jetzt so ein bisschen grün hinterlegt ist, ist der Header. Und der ist einfach, gibt eine Einleitung und häufig ist da auch einfach die Navigation drin. Dann hier unten habe ich den Fuß. Dann habe ich Nav für die Navigation. Und da sollte man überlegen, was kommt da genau rein. Weil das kann auch sein, wenn man hinterher, es muss nicht unbedingt der gesamte Fuß der Webseite sein, sondern es kann auch, Fuß, Moment, ihr sagt ja nichts, ne? War ich nochmal mit dem Fuß zurück, dass es der Fuß einer Section ist oder eines bestimmten Bereiches. Okay, da hatte ich schon. So, und eine Section ist immer ein Inhalt, der thematisch gruppiert ist. Und in der Regel hat der eine Überschrift. Dann gibt es den Artikel. Das ist einfach ganz normal, das, was wir alle als Joomla-Artikel zum Beispiel kennen, ne? Das ist ein in sich geschlossener Abschnitt, ein Newsartikel oder ein Blogpost oder sowas. Und ich finde das einfach, das ist schon klasse. Ne? Das sind einfach Dinge, die wir vorher nicht hatten, um das näher zu beschreiben, wo es wirklich inhaltlich drum geht. Ja? Dann haben wir Aside. Das ist für Zusatzinformationen, die sich auf den Inhalt beziehen. Und da habe ich einfach hier gewählt, dass man die rechte Spalte dazu, wird dazu ausgezeichnet. Und die H-Group, und das gruppiert Überschriften einer Section. Kann sich jemand vorstellen, wo ich das in Joomla einsetze oder wann?
Wann habe ich irgendwie gruppierte Überschriften? Mhm. Ne, Page, wenn ich da diesen Page-Title, da diese Überschrift einsetze und darunter kommt dann die nächste Überschrift vom Artikel und dann setze ich die automatisch, gruppiere ich die dann. Mhm. Welche, wovon? Das kommt drauf an, wie man das macht. Also bei mir nicht, ne? Es ist andersrum. Ne? Bei mir nicht, da ist der Header ist einfach ganz oben. Ich habe das wirklich relativ einfach gehalten. Man kann aber auch jeder Section einen Header und einen Footer geben. Ne? Das mit der Semantik ist ja sowieso so eine Geschichte. Ne? Es gibt ja nie ein, das ist jetzt für alles und immer gültig, sondern das hat ja auch so ganz viel mit Menschenverstand zu tun. Ja, und der eine sieht das auch manchmal so und der andere so. Ne? Das kennt man ja auch von dieser Geschichte, wie ordne ich oder gruppiere ich jetzt meine Überschriften sinnvoll. Ne? Der eine sagt, ich will lieber zuerst eine H1, der andere sagt, nee, lieber H2 im Inhalt und nun eine H1 oben. Und das sind solche Dinge, da muss man sich hinterher einfach so selber auch so ein bisschen seine Meinung bilden, wo man für sinnvoll hält. Ne? Also was natürlich so ist, es gibt da eine Dokumentation über diese ganzen neuen Sachen, da ist eine Beschreibung, das hat der eine X eigentlich ganz schön gemacht. Da steht das ganz gut erklärt drin, was die meinen, wie es sein sollte. Ne? Da aber das alles ja noch nicht so ganz fertig ist, gibt es da auch manchmal noch Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen und dann wird das noch geändert. Ne? Aber da ist eigentlich ganz, ganz schön beschrieben, was man für was benutzen sollte. Das ist jetzt auch ganz spannend. Es gibt auch ganz, ganz viele neue Input-Elemente, nämlich eins für die Suche, eins für die Telefonnummern, eins für die URL, eins für die E-Mail, eins für die Zeit, eins fürs Datum, Monat, Woche, lokale Zeit und eins für die Farbe. Das sind Sachen, das ist gerade für Entwickler ganz, ganz spannend, weil viel von dem lässt sich automatisch validieren. Das heißt, jetzt, wenn irgendein Entwickler kommt und der baut ein Formular mit diesen ganzen Elementen und der versucht dann hinterher mit PHP zu gucken, wo sind jetzt irgendwelche Fehlermeldungen, was ist korrekt ausgefüllt und was nicht, da hilft hier der Browser schon ganz gut, wenn man halt diese neuen Elemente verwendet. Ja, es gibt dann halt auch neue Attribute und die sind required. Das heißt, ich muss gar nicht mehr groß informieren darüber, dass es ein Feld ist, was benötigt wird. Und dieses Automatic Validation. Ja? Und alle diese Elemente, die required sind, werden automatisch validiert. Jetzt hatte ich neulich eine ganz interessante Sache. Ich habe also jetzt vor 2 Wochen oder was, der Firefox 6 kam. Sitze ich da an Joomla 1.7, Kontaktkomponente und will da irgendwie das Formular stylen. Und da macht der verflixte Firefox mir immer eine rote Border um mein Required Field. Ich habe aber gar kein Attribut Required in meinen Input-Feldern. Ne? Gibt es ja in Joomla nicht. Wieso macht der verflixte Hacke? Macht er das? Und was macht der? Joomla verwendet ja da die Klasse Required. Ja? Und anstatt, dass der Firefox nach dem Attribut sucht, sucht er nur nach dem Wort in diesem String von dem Tag. Und deshalb hat er da einen richtig dicken Fehler. Ja, und dann kommt halt dieser blöde rote Border. Ja, und die kriegt man zum Verrecken nicht weg. So, und das hat mich ziemlich geärgert. Jetzt nicht nur, dass es überhaupt diesen Bug da gibt, sondern dass diese rote, nehmen wir mal an, die rote Border hätte richtig funktioniert und wäre tatsächlich nur da, wenn ich ein Attribut hätte. Trotzdem habe ich keinen Einfluss auf diese blöde rote Farbe. Was ist, wenn ich orange will oder lila oder grün? Kann ich knicken. Da kommt ein 3 Pixel dicker Border drumherum. Tja, also was da jetzt noch weiter passiert, das weiß ich auch nicht. Das ist ziemlich spannend. Hat das hier sonst jemand schon gemerkt? Ja? Ja, vielleicht, ja. Aber es sieht auch nicht wirklich schön aus, ne, weil mir ist die Border zu dick. Aber... Naja, ja, aber das könnt ihr ja mal ausprobieren, was da passiert ist und wie unschön das aussieht. Dann gibt es neue globale Attribute. Ganz tolle und ganz alte tauchen plötzlich wieder auf der Versenkung auf. Was will der jetzt? Aber das ist doch drin.
Ach so, okay dann. Geh weiter, du stoppst jetzt. Ja, okay. Access Keys konnte man bis dato ja nur an links dranhängen. Jetzt darf ich die endlich überall dran klatschen. Das finde ich richtig klasse. Nämlich, wenn man jetzt zurückgeht zu diesen Beast-Tabs, ne, da habe ich auch Access Keys da vergeben. Und da habe ich die an den Div-Element gehangen. Und in XHTML darf ich das nicht. Ne? Aber in HTML5 darf ich das. Das ist super. Dann den Tab Index, genauso. Ne? Den durfte man auch nur an Link hängen. Den darf ich jetzt auch überall hin tun. Content Editable. Ich kann es nicht aussprechen. Content Editable. Kennt das noch jemand? Das ist ja so ein Uralt-Ding vom, ich weiß nicht, Internet Explorer 3 oder irgend sowas. Ja? Das ist eigentlich ganz cool gewesen. Da konnte man damals nämlich direkt vorne den HTML-Code editieren. So, ne? So richtig cool. Und ist aber dann verschwunden und untergegangen. Und das ist jetzt zurück und das ist jetzt Standard. Und das ist eigentlich, wenn man überlegt, was passiert jetzt mit diesen ganzen WYSIWYG-Editoren, das ist schon toll. Ne? Wenn man das einfach innerhalb der normalen Ansicht editieren kann. Ne? Und dann gibt es halt diese Sachen hier, Draggable und Dropzone und sowas, was halt für diese Drag-and-Drop-APIs gedacht ist. Ne? Die ganze Liste, die findet man da unter diesem Link. So, und dieses ganze HTML5 basiert auf den Template Overrides und den Template Parametern. Ich kann ja bei den Template Parametern kann ich ja HTML5 auswählen oder XHTML auswählen. Und dann sieht man in dem Moment, wo ich HTML5 ausgewählt habe, greift Joomla nicht mehr auf den Joomla Core zu, um die ganzen Standardsachen auszugeben, sondern auf das, was in meinem Template, in dem HTML-Ordner steht. Und das Ganze basiert auf dem Model View Controller Prinzip. Das ist im Prinzip eine Technik, mit der es die Entwickler schaffen, wirklich die ganze Anwendungslogik von der Darstellung zu trennen. So, und wenn man sich das jetzt so genau anguckt, dann sieht man, auf der linken Seite habe ich die Core-Komponente, rechts habe ich mein Template, da ist Components, ich habe jetzt hier mal die Com-Content, in der Com-Content befinden sich die Views, da ist ein TMPL-Ordner drin und da sind die ganzen Ansichten drin und unter anderem auch dieser Artikel. Und dann nehme ich im Prinzip diese Struktur und übertrage die auf mein Template, aber ich sage nur, okay, ich nehme nur die Komponente, Com-Content und packe da den Artikel rein. Und da drin sind die Dateien, die sich in dieser Artikelansicht befinden und kann da alles editieren. Und zwar muss man sich einfach vorstellen, das ist vielleicht für den einen oder anderen sehr, sehr technisch, weil da ist eine ganze Menge PHP-Code drin, da ist immer if, else, wenn, dann, mach so und so. Und dazwischen kommt immer der HTML-Code. Aber wenn man sich da ein bisschen mit befasst, dann kriegt man das schon hin. Also da kann man auch viele, viele Dinge machen, umsortieren, Reihenfolgen ändern. Also ist diese Änderung in HTML5, ist nicht alles, was man da machen kann. Man kann alle möglichen anderen Darstellungsformen integrieren. So. Und hat sich jemand schon mal den Quellcode von der Index.php des Beast5-Templates angeguckt? Nee, oh, gut. Ja, das kann man mal machen, da kriegt man einen Schlag, weil das ist nämlich so lang. Und mein großes Problem war, ich wollte dieses Beast5-Template sowohl in XHTML als auch in HTML5 haben. Und da muss ich halt so ein bisschen tricksen, weil der Doctype ist ein anderer, meine ganzen Elemente sind andere. Und dann frage ich halt immer ab, wenn HTML5 ausgewählt ist, oder nee, ja, dann nicht, hier ist es andersrum, nicht ausgewählt ist, dann gib mir den XHTML-Doctype, der ist so lang, der hat da nicht hingepasst, deshalb steht das da nur so. Und ansonsten gib mir den Doctype von dem HTML. Und so zieht sich das von der Logik durch das ganze Template, von oben nach unten. Also immer da, wo div, nav oder steht jetzt nav. Ne? Das ist ein bisschen Chaos. Und wenn man sich dazu entscheidet, hinterher zu sagen, okay, ich möchte jetzt tatsächlich HTML5 haben, dann sollte man da aufräumen und die ganzen XHTML-Sachen einfach rausschmeißen. Und dann wird das nämlich alles auch kleiner und schmaler. Das ist wirklich nur, weil ich wollte, dass beides auswählbar ist. Ja, alles klar, ich bin da fertig. So, und
So, das war jetzt gerade das, was ich schon gesagt habe. Ne? So soll das dann hinterher aussehen, die ganzen Abfragen raus und dann einfach nur der HTML5-Code. So, und jetzt gibt es noch eine andere Sache, die ich schön fände. Man kann die Overrides optimieren. Und zwar, weil Joomla die Templates nicht in der richtigen Stelle rendert, egal warum oder wieso, habe ich da mich eines Trickes bedient. Und zwar ganz, ganz oben in allen Dateien, die in dem Template Overrides stehen, steht oben so eine Abfrage wieder drin. Ne? Wenn es in dem Moment, wo es nicht HTML5 ist, läuft Joomla zurück und holt sich den Standard-Output wieder. So. Das ist ein bisschen blöd, aber das geht nicht anders. Und wenn man wirklich sagt, ich möchte wirklich HTML5 haben, dann sollte man da oben das, was da jetzt so steht, einfach aus allen Dateien raushauen, dann ist es weg, weil damit hat man sich einen Weg gespart und damit die Performance gesteigert. Ist das irgendwie verstanden? Ich glaube, dann war es ja schon fertig, jetzt bist du genau mit der Zeit richtig. Auf meiner Seite kann ich die, ja, okay. Ich wollte ein paar Sachen noch loswerden. Das erste ist mein Plädoyer für Mo-Tools. Und zwar, gerade kam auch jemand wieder, ja, hier JavaScript und jQuery und so. Also ich bin schwer für Mo-Tools, weil Mo-Tools alles kann, was jQuery auch kann. Ja? Das fällt um, das hat jetzt jeder gesehen. Weil Mo-Tools kann alles, was jQuery auch kann. Es ist vielleicht nicht so leicht verständlich am Anfang, wie jQuery das ist. Und es kann aber viel mehr als jQuery. Und das ist das, was man bedenken sollte. Und immer wieder kommt es dazu, dann hat man irgendwie ein nettes, cooles Modul, das irgendwas Schönes macht oder eine tolle Komponente und die lädt dann jQuery. Und dann kommt sich das mit den Mo-Tools in die Quere. Und dann hat wieder der Nächste, der ein Modul macht, der hat wieder jQuery. Und dann hat man meinetwegen drei Module, wo man dreimal jQuery lädt und dann nochmal Mo-Tools dabei. Und hinterher hat man tierisch viel, ein riesen JavaScript-Libraries da drin. Ne? Und deshalb fände ich es einfach schön, wenn die Leute, die wirklich da so rumskripten, sagen, okay, ich einige mich jetzt darauf, ich benutze das mit Mo-Tools, weil Mo-Tools kann es genauso gut, ja, anstatt da lauter anderes Zeug zu laden, weil da kommt es immer wieder zu Konflikten. Ja, das ist mir irgendwie wichtig, weil Mo-Tools ist schon cool. So. Dann hatte eben, wo ist er, der mit der Positionen? Frag nochmal. Ja, diese generische Benamung der Modulposition, das ist aus einer langen Diskussion entstanden. Nehmen wir mal an, ich habe da oben rechts die Suche, ne, da, und sage, benenne diese Position jetzt Search. Jetzt beschließt du aber, da oben soll nicht das Search hin, sondern da will ich meine Language-Buttons hin haben. Dann packst du auf diese Position Search die Language-Buttons, dann stimmt das aber die Modulposition Search nicht mehr. So. Das ist im Prinzip ist das einfach nur eine generische Wahl, wo man sich natürlich wünscht, dass jeder im praktischen Einsatz das natürlich an seine eigenen Bedürfnisse anpasst. Das soll nicht so bleiben. Also wenn man ein Kundenprojekt macht, also ich mache das so, dass ich die immer danach benenne, was es ist. Aber da bleibt das an der Stelle, ne? Weil ich weiß, das kontrolliere ich, wie das Modul heißt. Und in dem Moment, wo ich sowas aber frei rausgebe, weiß ich ja nie, was du damit machst. Noch eine Frage? Am Anfang habe ich gedacht, es gibt einen Unterschied zwischen Core, HTML, Fina und von Beast. Was ist nochmal? Nee, von dem alten Beast von der 1.5. Nee, von allen. Gar keine. Nee. Nein, nein, ich meinte von dem alten. Vom alten. Ne? Es ist nah dran, das alte Beast, an dem, was jetzt ist, aber es ist schon noch anders. Sonst noch eine Frage? Dann habe ich. Ja. Sie hatten vorhin erzählt, Component PHP wurde sich für den Einsatz von vielen Endgeräten. Das war jetzt ein Beispiel, ja, da kann man alles Mögliche mitmachen, ja. Ja, habe ich das richtig verstanden? Aber nicht gesagt, dass die Component PHP in iPhone PHP benannt wurde. Ja, kann man, die kann man nennen, wie man will. Man nimmt die, kopiert die und nennt die mein rechter Schuh.
meinetwegen. Das kann man machen, wie man will. Und wenn man die kann man dann mit dieser URL, die da stand, kann man die dann aufrufen. Und dann steht dann gleich mein rechter Schuh. Okay. Und wird dann aber nicht für die Druckfunktion verwendet? Nein, nein. Die Component PHP, die soll man da lassen. Ne? Also man soll die nur kopieren. Okay. Noch was? Dann habe ich. Doch, ja. Ja, dann haben wir noch eins. Ja, aber dann ist es zwei Hilfe. Ja, das haben wir lange hin und her diskutiert. Ne? Das ist lange hin und her. Also ganz zum Anfang hatte ich nur eins, das nämlich Alias gemacht hat. So. Ne, dann haben wir diskutiert, okay, dieser komische Trick, den ich da gemacht habe, der ist halt nicht sauber. Ne? So, dann haben wir gedacht, okay, dieser nicht saubere Trick, der kann ja nicht da rein. So, ne? Weil aber dieses BIS 5 noch andere Sachen demonstriert, außer das mit dem HTML5, ne, sondern einen anderen Weg, Module einzubinden und sowas, wollte ich ja auch nicht, dann hätte ich ja noch eins gebraucht. Ja, das ist dann immer so eine Frage, ne, wie viele, die ungefähr gleich aussehen, packt man da rein? Also ich verstehe den Ansatz voll und ganz, ich sehe das nur so, gerade für die Einsteiger, wenn die sich anfangen, mit Tablets zu beschäftigen, die sollten von oben nach unten quasi den Einsteiger. Das heißt, die Tablets ist unheimlich mächtig, dass diese ganzen Ja. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, ich habe halt lange überlegt, was ist einfacher? Was rauszuschmeißen oder was reinzustricken? Und ich habe gedacht, irgendwie ist es doch einfacher, wenn alles schon mal da ist und dann schmeiße ich nur was raus. Da sehe ich ja, als sich hinterher zu überlegen, das möchte ich jetzt gerne haben, aber ich habe keinen Plan, wie es geht. Also das ist, ne, es ist eine total schwierige Entscheidung. Ne? Es gibt Leute, die dafür plädieren, ne, und sagen, wir machen es ganz, ganz einfach. Ne? Aber dann sind halt die Sachen, die etwas komplizierteren, nicht da. Und mir ist immer so wichtig zu zeigen, ey, ganz oft, ich habe viele Kollegen hier aus diesem ganzen Webstandardsbereich, die mir immer sagen, ach Angie, du mit deinem Joomla und deinem Kindergartensystem, was willst, das kann ja nichts und das ist ja, ne? Und das kann sehr, sehr viel. Ne? Und es ist eins dieser Vorurteile, dass viele Sachen nicht gehen und es geht eigentlich alles. Und dann ist mir doch lieber, ich zeige alles, was geht und dann kann man das rausschmeißen, was man nicht braucht, als man denkt, ach, das kann nur das bisschen. So, ne, das ist einfach eine Frage, wie, was man für einen Ansatz hat. Ja. Wenn man ganz klare Ansätze hat, dann kann man ja dann einen ganz komplizierten machen. Ja, mach eins. Ja. Ich habe noch ganz kurz eine Sache, die mir wichtig ist. Es ist mit der 1.7 zu einem Bug gekommen. Den möchte ich noch ganz schnell loswerden. Und zwar ganz in der Mitte der Index.php schreibe ich sowas hin, if buffer message. Sagt einem das was? Ne? Und immer dann, wenn die Fehlermeldung da rauskommt, dann habe ich eine H2, die um die Fehlermeldung rum da drüber liegt und noch ein Diff, was da drumherum ist. So, und jetzt mit der 1.7, die haben da was verändert, dass das nicht mehr funktioniert. Und das ist mir ganz wichtig zu wissen. Und zwar liegt das daran, dass da jetzt diese Variable Buffer Message immer true ist, auch wenn sie false ist eigentlich. So, deshalb sollte man das bitte einfach wegmachen, sonst kriegt man immer diese Überschrift Notice oder Hinweis darüber. Ne? Und da gibt es einen Artikel auf meinem Blog und wer dann wirklich dieses Problem hat, der sollte das da lesen. Da habe ich so ein bisschen was drumherum gebaut und erklärt. Ja. Noch was? Gut.